Grüßt euch, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Koop-Abenteuer mit dem Rötti und dem Sitko. Grüß dich, Rötti. Hallo, Sitko. Grüß dich. Grüß euch. So, und dem Kollegen da, der da an der Bar steht. Aber den lassen wir hier, denn der muss noch ein bisschen ein paar Schuhe verkaufen. Ne? So, hier hast du dein Wasser zurück. Das schmeckt nicht, das will ich umtauschen. Hier, bitte. Da heißt es. Ich stell's dir wieder hier oben drauf. Zack. Wasser genommen? Du nicht? Er hat ja gesagt, das sollte hier ISO-Dings hier, ne? Wie heißt das noch? Ach so, deswegen schmeckt das so komisch, ne? Dann habe ich nichts gesagt. Ich dachte schon, das Wasser ist schlecht. Da hast du wahrscheinlich mein ISO genommen, hat er durcheinander gebracht. Ja. So, wir haben uns schon eine Anvil Hurricane gerufen und ihr wisst, was das bedeutet, nämlich Bounties jagen. Wir sind kurz vor der 3.15 und wir haben vorhin lange überlegt, was machen wir. Dann war zwischendurch, haben wir gedacht, komm, wir gehen minern. Aber dann habe ich gedacht, so, minern ist so eine Sache, da geht es halt primär darum, auch geiles Zeug zu finden und das zu verkaufen. Und wenn man dann mit dem Vibe dann und so, nee. So, da haben wir gedacht, wir schießen uns einfach mal den Frust von der Seele. Und wir machen heute einfach ein bisschen Reputation bei Miles Eckert. Und vielleicht haben wir Glück und kommen bis zu Idris. Glaube ich zwar nicht, aber wir versuchen es einfach mal. So, Bounty Hunting, Group Warrant Issue, da ist er, Miles Eckert, zack. Das kann ich jetzt auch scheren, denn ich bin ja jetzt schon mit Rötti, oder nicht mit Rötti, sondern mit Miles, bin ich ja jetzt schon verbandelt, da bin ich ja schon Bro, ne? Und das heißt, ich muss nicht mehr vorbei, sondern kann gleich hier loslegen und ich schere jetzt. Yes. So, das Problem mit Miles Eckert ist halt immer so ein bisschen, wir müssen wahrscheinlich quer durchs System ballern, ne? Ihr seht schon hier, da sind wir jetzt. Da müssen wir hin, da müssen wir den Rest noch dann wegmachen und dann wird das wahrscheinlich immer so hin und her gehen. Am besten ist das so, wenn ihr Miles Eckert macht, dass immer einer hier bleibt, einer ist da und dann macht immer jeweils ihr die, also ihr müsst es natürlich scheren, ne, und dann macht ihr immer jeweils die Bounties da weg und nehmt die nächste Mission an. So geht es natürlich am schnellsten, aber wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben und deswegen machen wir das so. Und zwischendurch dachte ich, was hältst du davon, Rötti, nehmen wir nochmal einen Spieler-Bounty an, wenn wir einen finden. Was hältst du davon? Können wir machen. Ja, gerne. Hier, was den. Was mir jetzt gerade nur... Ja? Ja, ja. Ja, ja. Wir müssen jetzt wahrscheinlich nach Hörsten, ne? Wir müssen hier ein Bounty machen und dann müssen wir nach Hörsten gurken, ja. Genau. Mit der Hurricane nach Hörsten, klappt das? Ja, klappt. Kommt auf den Quantum Drive an. Ich guck mal, was ich für einen drinne habe. Ja. Und mach dein Pursuit-Dominions da rein. Du meinst ja der... ach ja, der... du meinst den hier... Super Pursuit-Mode, meinst du? Den meine ich. So, ich guck mal ganz kurz, was ich hier für einen drin habe. Den Beacon. Ich glaube, der Beacon sollte gehen, oder? Ist auf jeden Fall nicht der schnellste, aber... Ja, ich weiß, aber schnell ja. Und... aber geht ja auf Treibstoff, ne? Ja, genau. Ah, wir versuchen den einfach mal. Ne, wie gesagt, mit Super Pursuit ist das ja kein Ding. Aber erstmal gucken wir ganz kurz, wo der Spieler-Bounty ist. Wir müssen uns natürlich beeilen, denn die... ich meine, die Miles-Eckert-Dinger, die sind so ein bisschen zeitgetrieben. Zumindest die Anfangsmission. Ich guck mal ganz kurz rein, wie das hier mit der aussieht. Kann aber sein, dass wir hier Glück haben. Nee, hier haben wir keine Zeitvorgabe. Da können wir uns Zeit lassen. Ja. Kann aber sein, dass wir mit den ersten abschießen, dass dann Zeit kommt. Zu viel Zeit sollten wir uns auf jeden Fall nicht lassen. Aber erstmal gucken wir jetzt ganz kurz, wo der Spieler ist. Der ist nämlich hier in der Nähe. Und deswegen werden wir den jetzt erstmal wegmachen. So, Rötti. Du willst sicherlich in Turret, ja? Ja, gerne. Dann musst du aber schießen. Achso, ich muss ja gar nicht. Wie nichts Gutes. Da ist ein Spieler, der macht uns fertig, sagst du dir. Bei immer. Super. So, da hinten ist er. Das sieht so ein bisschen nach. Oh! War das unser? Das war unser Schiff, ne? Ey, hier ist schon wieder ein Freefly-Uwe unterwegs, ne? Oi. Du hast kein Helm auf, ne? Denk dran. Ja, okay. Dann jeder erstmal ein Schiff schnappen, erstmal den Freefly-Uwe wegmachen. Ja, okay. Oh, nehme ich mir mal am besten. Die Arrow ist eigentlich immer ganz gut. Ist natürlich beide nicht hier, ne? Ist ja klar. Aber die können wir uns mal schnell so claimen. Dann müssen wir uns natürlich zwei Arrows. Dann beeilen. Hast du die auch umgebaut oder ist die Standard? Ja. Nee. Beide umgebaut? Genau. Ja. Auf Fixed-Deppen? Weiß ich nicht, muss ich gucken. Ja, egal. Stell mir eine hin. Ich nehme sie. 10.07. Wo ist er? Da. Ja. Da hinten. Zack, zack, zack. Geh weg. Ah. So, wo ist er denn? Ach, 10.07. Ich sehe sie ja nicht. Stimmt. Nee. Ach, der ballert der hier rum? Nee. Wo ist denn der?
Ne, der springt hier rum, aber das ist ja... Der ist irgendwo anders unterwegs, dieser... Schon wieder gewackelt, ne? Ja. Siehst du sie denn noch? Ja, ja. Okay, ich hoffe, ich komme da rein, aber wir sind ja in einer Party, ich müsste eigentlich gehen. So, siehst du sie immer noch? Ne. Oh, Alter, dieser Typ, ne? Die hat sie weggerammt? Ja, ja, klar, hat sie weggeschossen. Oh, Mann. Hier, da oben, der. Der Vogel. So, komm. Warte, ich habe ja noch eine. Ja, ja, vielleicht kommt sie ja wieder hin hier. So, die zweite wird jetzt gespawnt. Mhm, okay. Bitte schnell rein und weg. 7, 7, 7. Sag wo? Warte. Hä? Warum? Jetzt bin ich wieder hier drinne. 10:07. Toll. Hau rein. Ja, ich war gerade schon da. Jetzt bin ich hier wieder drin. Verdammt. Wo ist 10:07? Ich bin völlig verkiesknallt hier. Ah. Ich claim die andere in der Zeit. Ja, mach das. Mann. Lost in Raumstation. Ja, Freunde, so viel dazu. Ne? Da will man entspannt ein paar Bounties machen. Und das Verse hat wieder was ganz anderes mit einem vor. Übrigens, wollte ich noch erzählen, ich hab, es gibt ja dieses Referral-Programm, ne? Wo ja. Leute dir einen Referral-Code nehmen können und dann bekommst du einen Referral-Punkt, die kriegen 5000 Alpha USDs extra, so und so. Und das letzte Referral, was ich bekommen habe, ist von einem Freefly-Uwe, der heißt wirklich so. Das? Ja, allerdings mit Bindestrichen. Total gut. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Doch, echt. Ohne Mist. Das ist ja krass. So. Du hebst gerade ab, sehe ich, ne? Ich hebe ab. Kannst loslegen. Ja. So, du hast natürlich Yellow Jackets hier drauf. So, da ist einer. Das ist er hier. Den werde ich jetzt mal... Der ist schon... Ah, ich glaube, jetzt wurde er schon erledigt. Obwohl, nee, doch nicht. Aber den werden wir jetzt erstmal gleich helfen. Der ist rot, nehme ich an, ne? Ja, ja. Muss man den annehmen, damit der in den Knast kommt? Nee, ich glaube, der kommt so oder so in den Knast. Aber der wird hier schon verfolgt von einigen. Ja. Bis ich meine Arrow habe, ist er wahrscheinlich schon wieder weg. Ja, du hast hier natürlich Yellow Jackets drauf. Das sind, ballistische. Ja, die rocken ja richtig. Ja, ja, aber die sind dann auch alle. Das ist natürlich auch Treffen. Und Spieler treffen, das ist nicht so einfach. Eigentlich hättest du auch die andere gekriegt, ne? Ja, das sind nämlich keine, das Laser. Ja, aber auch. Der platzt bald. Mensch, was will er denn von mir? Wo ist er jetzt? Ist er weg? Ja, kann sein, dass er hier Gas gibt gerade. Ja, jetzt wird er wahrscheinlich abhauen. Und, 10:07, ich komme. Ja, jetzt wird er wahrscheinlich abhauen und sich irgendwo reparieren. Vermute ich mal. Ja. Naja, wo kann er groß hin, ne? Ja, Grimhex. Ja, spring hin. Oder weißt du, in welche Richtung der abgehauen ist? Nee, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht ist er explodiert, aber wahrscheinlich ist er abgehauen. Und das wäre halt ganz gut, wenn wir uns einfach... Dann geh du jetzt mal in die Luft, greif ihn an. Ja. Sorg einfach dafür, dass er jetzt nicht hier irgendwie an die Pets fliegt und Schiffe zerballert. Und dann rufe ich mal die Hurricane. Und dann sieht die Nummer mal ganz anders aus, mein Freund. Aber ganz anders. Ja, dafür fehlt einfach noch, dafür fehlen noch die NPCs. Ne? So eine Station, oh, da ist er wieder, glaube ich. So eine Station, die muss einfach bei solchen Sachen unberechenbar sein. Ne? Jetzt kommt er wieder. Ja, ich sehe ihn schon. Nimmst du hier Verfolgung auf, oder? Ja. Hast du noch? Nee, jetzt ist er wieder... Irgendwas Rotes habe ich hier, aber das ist ein rotes Kreuz. Ja, das ist meine Rakete. Ah, okay. Na nee, dann habe ich nur die Rakete.
So, unser Bounty hat sich mittlerweile auch verkrümelt. Hatte sonst so. Gut, dann werde ich jetzt mal die Hurricane holen. Okay. Und du verteidigst hier so ein bisschen. Oh, hier, ne? Da ist er. Ich hab ihn wieder. Okay. Siehst du ihn? Der ist hier. Ja, ja, ich sehe ihn. Ne, weg ist er. Hä? Kann sein, dass der halt Noises ballert, ne? Aber unendlich Noises kann er ja eigentlich auch nicht haben. Ne. So, your request is already be grounded. Was will er denn jetzt hier? Gib mir eine Landerlaubnis hier. Jetzt muss ich hier mit dem Vorstandsvorsitzenden sprechen. Ja, wo denn? Wo denn? Ja gut, dann muss ich das Schiff jetzt hier so hier lassen. Meine Arrow? Ja, was soll ich machen? Ach so, du musst wahrscheinlich eine Landeerlaubnis erbitten, denke ich mal. Wohl geht ja nicht. Bist ja in deinem Schiff. Selber drin. Oh, da ist er wieder. Da ist er wieder. Kommt da wieder an. Angeschissen. So, zack. Das. Der hat auf jeden Fall getroffen. Oh, den habe ich jetzt auch ein paar Mal getroffen jetzt hier. Oh, da haut er wieder ab. Ja, der schmeißt Noises. Ja, aber er kann ja auch nicht unendlich viele Noises haben. Oder der ist irgendwie... Also stealth-mäßig unterwegs, ne? Was ist er? Stealth-mäßig unterwegs. Kann sein, ja. So, jetzt, der ist schnell. Jetzt fliege ich mal hinterher. Mit der Arrow sollte ich da eigentlich hinterherkommen. Ja, mit der Arrow hängt er mich nicht ab. Ja. Ich jag eine Rakete drauf. Mach das. So, dran vorbeigeflogen. Jetzt boosten. Ja. Ah, jetzt ist er wieder weg. Der ist... Ah, jetzt habe ich ihn wieder. Ich habe auch noch eine Rakete. Kann ich dir auch noch geben. Was für eine Nervbacke auch, ne? Jetzt fliegt der einfach immer hin und her. Also manchmal frage ich mich wirklich, was die Leute so am Gameplay-Spaß verstehen, ne? Ich meine, entweder ich kämpfe wie ein Blöder, ja, aber ich mache doch nicht egal. So, wo ist ein PO überhaupt? Ich habe PO verloren. Ist er bei dir in der Nähe, oder? Ja, ich glaube schon. Ich sehe ihn optisch, aber nicht im Radar. Okay. Ja, den kriegen wir schon. Wir können ja erstmal bei PO bleiben. Warten, bis er seinen Vorbeiflug da beendet hat. Wird ja wahrscheinlich auch nicht ewig Lust zu haben. Und dann, muss ich aber erstmal PO wiederfinden. Wo ist denn PO, sag mal? Gibt's doch nicht. Komplett verloren, ne? Muss ich hier so, muss ich so. Der da. Oh, da ist er. Ist er bei PO, oder? Ich kann's dir nicht sagen, ich bin irgendwo jetzt. Irgendwo im Nirgendwo. Ja, siehst du meinen Marker? Wirklich. Er ist weggesprungen, oder was? Ich spring jetzt mal nach PO. Ja, so. Ich auch. Ich hole jetzt die Hurricane.
So, und dann soll er kommen. Ja. 112 Kilometer war ich weg vom PO. Oh ja, das ist weit. 34, das ist auch schon weit. So, da bin ich. Landerfrage erbitten kann. Muss ja eigentlich gehen, ne? Ich einmal weg war. Ja. Übrigens, bei deiner Arrow steht immer noch 10.07 dran. Hm, vielleicht bin ich noch verortet auf 10.07. Wenn er jetzt nicht geht, lande ich da einfach wieder. Please proceed to sign jetzt geht's. Ich habe übrigens an der Arrow habe ich übrigens Laser und Yellow Jackets dran. Ja, ja, genau. Beide. Genau. Ja, ja. Also ich baller dann halt eben mit den Lasern, ne? Mhm. Normal. Und wenn ich dann ein jetzt muss aber weg, dann drücke ich durch. Na gut. So. Ne? Das klappt eigentlich. Ja, im Moment so ballistische benutze ich echt ungern, muss ich sagen, weil wenn die dann weg sind, dann ja, dann kannst du eigentlich nach Hause fliegen. Ne, weil ich denke mir dann immer so, dann habe ich lieber die doppelte Power an Laser. Die habe ich dann aber immer. Anstatt dann irgendwie nur noch die Hälfte irgendwann. Gut. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also. So, ich park meine mal weg eben. Ja, bleib lieber da, falls der wiederkommt. Ne, und jetzt nicht wieder die Hurricane kaputt schießt. Okay, achso. Meinst du die Arrow so als Köder stehen lassen? Nee, nee, du sollst ihn angreifen, wenn er kommt. Ach so, ich dachte, ich bin schon wieder drin jetzt. Wo bist du ich drin? Dachte, wir fliegen jetzt, ja, in PO. Ich dachte, wir fliegen jetzt mit der Hurricane los. Ja, ja, aber erstmal muss ich die claimen. Mist, ich dachte, das habe ich schon gemacht. Na gut, dann gehe ich wieder raus. Ja. Oh, schon langsam hier auch neue Schuhe holen. Ist auch nicht billig, ne, von so einem Druckanzug hier, ne? Nee. Ist ein bisschen mit 7,50 Euro dabei beim Stadtschuster. Genau, beim Wurstschuster. Genau. Und was bist du so? Oh, ich bin der Wurstschuster. Ich bin der Wurstschuster in Slenden. Machst du auch Schlüssel nach? Ja, genau. Ist ja meistens so eins, ne? So, 2 Minuten. Ja, gib alles. 2 Minuten musst du durchhalten. Ja, krieg ich hin. Ja, der wird sich jetzt bestimmt irgendwo reparieren, denke ich mal. Der war schon ziemlich rot. Okay. Kann ja mal gucken. Das Bounty noch haben von vorhin? Ich glaube, das haben wir gar nicht mehr. Wohl doch haben wir noch. Aber der ist irgendwie, scheint der komplett weg zu sein. Ich mach den mal weg. Weg. Weg, weg. So, mal gucken. Vielleicht haben wir ja den jetzt hier. Weil der muss ja auf jeden Fall ein Crimeset haben. Also geht ja gar nicht anders. Ist er nicht? Das ist er hier. Der JL. So, gucken, ob der das ist vielleicht. Ja, könnte der sein. Der ist auf jeden Fall jetzt bei Grimhex, glaube ich. Okay, ich guck mal. Willst du hinfliegen nach Grimhex, oder? Ja, ja, wir gucken hier. Achso, warte, ich kann den ja teilen. Ja, mach mal. Nein! Verdammt! Jetzt habe ich ihn weggemacht. Ich Trottel. Jetzt habe ich Abon gemacht. Hier konnte ich den doch nicht teilen? Stand da nicht teilen? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich hoffe, der kommt wieder. Was? Ja, mach doch. Das ist gar nicht meins. Wie heißen die jetzt nochmal? Die Real Bounties? Musst du gucken, weiß ich nicht. Irgendwas mit F, glaube ich. Aber unter General Bounties, ne?
Ja, yeah, genau. Ich guck nochmal. Ich habe jetzt leider gerade keinen, aber ich kann hier, glaube ich, in die History gucken. Sie heißen Suspect Apprehension Certification. Mit F halt, ne? Hast du, oder? Ja, ich habe hier zwei, aber wo stehen denn die Namen immer? Die stehen ganz da oben. Irgendwo rechts an so einem Absatzende. Raiden Caraccio? Ne. Das muss Suspect Apprehension sein, ne? Rotem Suspect Apprehension habe ich hier. Nee. Suspect Apprehension Certification. Ja, nee, habe ich nicht. Bei mir steht noch Protem davor. Dann ist das wahrscheinlich so eine Qualifizierung, ne? Das ist eine Qualifizierung. Protem habe ich gar nicht. Doch, Protem habe ich auch, stimmt, aber eine nur. Das ist wahrscheinlich dann irgendwas anderes. Das ist wahrscheinlich für die North Rock Service Group, ne? Keine Ahnung. Naja, wie auch immer. Ich habe hier auf jeden Fall nichts. Nee, ich auch nicht. Gut. Dann lande ich jetzt, ne? Dann würdest du gleich landen, genau. Ich würde dich aber dann direkt abholen. Denn nicht, dass jetzt wieder einer das Ding wegschießt. Das wäre sehr ärgerlich. Ja, was ich vorhin noch sagen wollte, für so eine Aktion, eigentlich dürfte sowas gar nicht möglich sein hier bei PO, dass einer hier rumfliegt und die Schiffe abballert. Das sollte alleine schon vom Spiel geregelt werden, dass das nicht geht. Na, das müsste so ein Feuerwerk auf diese Schiffe gehen, dass die eigentlich keine Chance haben, irgendwie Schiffe abzuballern. Ne, und dazu müssten noch NPC-Schiffe starten, die dann auch noch angreifen. Also eigentlich sollte das nicht möglich sein. Ich hoffe, dass Cloud Imperium Games das so regelt, dass das irgendwann auch echt nicht mehr möglich ist. Es geht nur so. Und dazu kommt dann noch, dass die eine Strafe kriegen, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag in Clasher sitzen. Aber auch dann in-game die Zeit absitzen müssen. Bin neben dir gelandet übrigens, Zitko, ich komme direkt rüber. Jo. Ich steig schon mal ein. Einfach mal so ohne Landeerlaubnis. Ja, kein Ding. Ich war da nicht, tschüss. Schnell weg. Keiner sieht ihn. So, Hurricane. Der Raum ist frei auf jeden Fall. Ja. Okay, sitze. Bist schon drin? Ja. Ah ja, super. Dann hebe ich ab. Ja. Dann können wir ja mal spaßeshalber nach Grimax fliegen. Ja, aber zwei Bounties oder so leuchten noch bei jeder, glaube ich, ne? Zwei Bounties? Ach so, du meinst von uns, die wir so angenommen haben, ja. Ja, 23 Minuten. Da müssen wir ja eh hin. Genau. Oh, das war so klar. Thank you. And please visit again. Jetzt hat er es gefunden. Ne, rechts. Da. Hinter dem Ring. Hinter dem Solarpanel noch. Jetzt. Na, war glaube ich doch nicht Jela. Irgendwie war der 55 weg. Ja, wir werden sehen. Wir machen jetzt aber erstmal unsere Bounties. Alles, was uns darüber hinaus begegnet, machen wir weg. Einer rechts, einer links. Stickschnack-Knopf. Oh, mach mal. Arbeiten wir so nach und nach ab. Mal ganz kurz gucken, wo Grimax ist. Wenn das da so ist, dann könnte es... Ach, na, egal. Wir können ja mal zwischendurch dann... So, ich nehme mal die Mission an, dann sehe ich auch, wo die Bounties sind. Super Idee, oder? So, die hast du gar nicht. Wunder mich schon. So, ich gucke erstmal nochmal hier rein. Apprehension. Nee, nix da. Ja, Mist, dass ich ihn weggeklickt habe. Ärgerlich, doof. Das war eine Certification. Deswegen konnte ich die nicht teilen, weißt du? Ich share nochmal. Was willst du sharen? Nee, ich kann die tracken. Okay. Wieso keine Probleme? So, da zwei sind, glaube ich, da, ne? Nehmen wir erstmal den hier. Den Hannes. Hannes Bressler. Jo.
aus Zürich. Oh, jetzt ist übrigens Zeit, ne? Ja, genau. Wartet die ganze Zeit schon? Ja. Kann sein, dass ich vorhin die Mission gar nicht angewählt hatte, deswegen die Zeit nicht gesehen habe. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Sind da mehr Steine wie sonst? Kommt mir auch mal so vor, aber ich glaube nicht. Ist wahrscheinlich die Sonne einfach so. Kannst du schießen? Ja, kann ich. Das klingt so leer. Ja, die ersten waren auch leer, aber jetzt geht's. Okay. So, denk dran, Call to Arms noch mit annehmen, ne? Ja, habe ich schon. Hm. Damit auch der Vibe richtig wehtut. Ich muss ja nach wie vor sagen, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, ich finde das eigentlich, finde ich das geil. Ich auch. Weil dann weiß man es wieder zu schätzen, was man hat. Ja. Und so, ne? Ich finde es auch super. So, jetzt muss er gleich kommen, ne? Ja, noch cool, wenn man so jetzt hier diese Steinbrocken so noch so wegballern könnte. Ist noch kein Dings, ne? Nee. So ein Glühpunkt sehe ich auch noch nicht. Feige Sau, ne? Oder wie war das? Genau. Niemand. Du feige Sau. Niemand nennt mich eine feige Sau. So. Weiß ich jetzt auch nicht, wo der ist. Wusstest du eigentlich, während wir jetzt warten, dass bei Zurück in die Zukunft, erster Teil, dass in dem ursprünglichen Drehbuch die Zeitmaschine kein DeLorean war, sondern ein Kühlschrank? Nee. Ja. Da haben wir aber alle Glück gehabt, ne? Dass derjenige, der den Einfall mit dem DeLorean hatte, das auch durchgesetzt hat, ne? Ja, oh jetzt, nicht. Ja. Ja, man hat die Kühlschranke nicht genommen, weil die Gefahr zu groß war, dass es Kinder nachmachen. Meinst du, dass die Kinder dann in die Zukunft springen und die Vergangenheit? Nee, dass sie dann sich in den Kühlschrank einsperren, weil die den Film gesehen haben. Ach so, du meinst so richtig in den normalen Kühlschrank, so ein Gefrierfach. Ja, genau. Angeschlossen, okay. Ja gut, die Gefahr ist natürlich immer, ne? Neulich unterhalten, hat einer Mary Poppins gesehen und dann stand er da am Fenster mit dem Regenschirm wohl rausspringen, ne? Das ja, ist schon, ja, genau. Ja, die Gefahr ist immer da. Ich frage mich, ob das nicht auch gefährlich ist, wenn jetzt so ein Kind in den DeLorean steigt, ne? Ja, ich glaube, das ist so, das Problem liegt, glaube ich, an einer anderen Stelle. Man muss seinen Kindern auch irgendwie dann beibringen, was hat funktioniert und was nicht, ne? Ah, du, das sind ja die Amis, ne? Da! Da ist er! Ich kann mal. Da ist er. So, jetzt. Du schießt bestimmt Raketen gleich. Ich wusste es. Ich wusste es! Ja, das machst du ja. So, bist du bereit? Ich pinne an. Ja. Wo es eigentlich völlig egal ist. Bam! Weggemacht! So, gut. Gleich zum nächsten. So, wo ist er denn? Bart Burnel. Rell. Oh! Da ist der Bart. Den machen wir weg. Der kam hier, glaube ich, zufällig gerade raus. Dachte so, ach, ich mach mal ein Päuschen. Ich muss ja mal. Und oh nein, oh, tot. Der konnte nicht mehr abschütteln, das nee, reicht hier. Der war gerade da, dachte sich, hä? Sag mal, G ist doch Gyromod, ne? G ist nicht Gyromod mehr, ne. Ich glaube, C ist jetzt Gyromod. C ist zentrieren. Ach so, dann ist X Gyromod. Stimmt. Naja, das haben sie geändert. Oh, ist aber auch schon länger her, ne? Ja, ich glaube, seit dem letzten, also seit dem Patch jetzt hier, seit 3.14, glaube ich. Meine ich. Okay. So, 16 Minuten haben wir noch. Das sollte gar kein Problem sein. Das Problem an dem Super Pursuit Mode ist so ein bisschen, es ist zwar optisch viel schneller, ja, aber die Zeit
ist trotzdem, die Zeit lässt sich leider nicht verarschen. Die geht da trotzdem mit. Die läuft genauso schnell weiter, weißt du? Ja, genau. Das ist halt das Doofe. Zeit ist da wirklich, das hat man noch nicht rausgefunden, wenn man die Zeit ist, ja. Nee, der Raum wird gekrümmt, aber nicht die Zeit. Ganz genau. Also der bringt das Raum-Zeit-Gefüge auseinander. Dein Pursuit-Antrieb. So, da ist er. Ja. Ah, ich liebe das nach wie vor, ne? In dem, hatte ich ja jetzt im Stream auch gemacht. Wir sind halt die ganze Zeit hier in dem Asteroidengürtel rumgeflogen. Das macht einfach so einen Bock, ne? Ich würde mir echt noch wünschen, dass es noch engere Asteroidengürtel gibt, wo man wirklich so richtig die ganze Zeit so, weißt du, die ganze Zeit ausweichen muss. Echt nicht. Das wäre echt nice. Ich hab's da nicht so mit. Ich muss auch voll aufpassen gerade. Ich wollte gerade sagen. So, gib alles! Kommst du ran, oder? Ja, ich habe einen Diesel gehabt. Ich höre dich nicht schießen. Schießt du denn? Ich höre dich gar nicht. Ja, ich schieße. Den habe ich jetzt weggenatzt. Sagst du. So, gut. Dann würde ich sagen, gucken wir noch einmal, ob wir jetzt eine Spieler-Bounty hier haben, und wenn nicht, fliegen wir rüber. Zack. Kein Spieler-Bounty weit und breit. Leider. Nee. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist er mittlerweile auch im Knast. Der wurde ja auch von mehreren gejagt. Ne? Vielleicht gibt es auch gerade keine Spieler-Bountys. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns auf nach Hörsten Areal. Da ist der Gregor Fowler. Und das schaffen wir schon gar nicht mit unserem Quantum Drive. Ne? Guckt euch das an. Da müssen wir erstmal hier nach Hör L1, müssen da tanken. Und dann müssen wir weiterfliegen. Oh, da ist noch einer. Komm, kann noch einen. Gut, dann gebe ich Gas. Jo. Und los geht's. Ja, und dann würde ich sagen, hauen wir doch mal den Super Pursuit Mode rein, oder? Jawohl. Alles klar. 3, 2, 1. Alter. Ja, Wahnsinn. Ja, der Super Pursuit Mode ist einfach fantastisch. Und schon sind wir da. Hör L1. So, hier tanken wir schnell auf. Da können wir nochmal rüberfliegen und dann holen wir uns da hinten den Gregor noch. Und dann sind wir, was die Miles-Eckert-Geschichten angeht, schon mal wieder ein bisschen weiter. Schauen wir mal, wo die nächsten sind. Aber wahrscheinlich sind die immer so aufgeteilt. Ne, wie ich am Anfang sagte, wenn ihr die macht, dann teilt euch zusammen mit Kumpels auf. Einer ist halt bei Crusader, einer ist hier. Und dann passt das schon. So, und jetzt sind wir hier eigentlich schon mit Quantum Fuel. Seht ihr da unten an der rechten Seite, ne, neben Hadouken Fuel, QUA, ist leer. Komplett nichts mehr möglich. Ja, und da wird später auch interessant, wenn das dann mit der Starfarer mal funktioniert und wir können dann wirklich Beacons, oder es gibt ja dann verschiedene Arten von Beacons, die wir setzen können. Ein Beacon wird dann zum Beispiel ein Refuel-Beacon sein. Den können wir dann setzen, das sieht dann einer mit einer Starfarer, der kommt dann zu uns und tankt uns auf, der bezahlt uns und dann ist er glücklich, wir sind glücklich und das wird auch ziemlich cool werden. Wir bezahlen ihn, meinst du? Genau, und er ist ja auch glücklich. Ja, nee, weil du hast gesagt, er bezahlt uns. Mit Sprit. Also, ja, hab ich mich wahrscheinlich versprochen. So, 8 Minuten haben wir noch. Dann wollen wir uns mal beeilen, aber das schaffen wir. Das ist ja alles kein Problem, ne? Oh ja. Jetzt kurz, zack, zack. Ich hoffe, wir können jetzt hier auch ohne Probleme auftanken. Ist auch mal so eine Sache, aber ich glaube schon. Warum sollte das auch nicht funktionieren? Da fällt mir nicht ein Grund für ein. Nein, nie. Zu den Treibstoffrohren in Fliegen. Genau.
ein bisschen weit, wa? Ach, geht. Ah, ich glaube, wenn ich genau drin stehst, dann kannst du Pech haben. Ach so, okay. So, dann am besten warten, bis er das sagt, genau. Dann ins Mobilglas. Und aufgetankt. Huh, ich dachte schon. So, dann machen wir gleich hier die große Runde. Ja, dann sehen wir ja auch schon das Feedback, das ist ganz cool. Ne, da tankt das schon Quantum Fuel auf. Zack, 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 zack. Hydrogen Fuel macht er wahrscheinlich danach. Das bisschen. So. Und ich glaube, das sollte es gewesen sein, oder? Ja. Dann ballern wir da los. Takeoff complete. Und holen uns den Kollegen Gregor. Ja, jetzt, wenn ich das mal mit dem Nebel hier wieder so sehe, ne? Ich war auch lange nicht an diesen Stationen. Alles geil, ne? Ja, ja, das ist mittlerweile ja auch wirklich so, dass du komplett durch die Nebelschwaden durchfliegen kannst, ne? Sieht echt ganz geil aus. Und so wird das ja irgendwann auch bei Hursten funktionieren. Ja, bei Hursten sag ich schon. Bei Crusader funktionieren, ne? Dass du wirklich durch Nebelwolken fliegst, ne? Ja. Nee, auch, dass wir so, wie du schon mal sagtest, dass wir auch echt schon verwöhnt sind, ne? Was haben wir uns über den Nebel gefreut, ne? Vor zwei, drei Patches. Ja, das ist halt das beste Beispiel daran, dass man verwöhnt ist. Das merkt man immer daran, finde ich, wie sehr man sich immer über den neuen Patch und die neuen Inhalte freut und da voll drauf abgeht. Und wenn dann der neue Patch kommt, dann sagt man schon, hat man schon keinen Bock mehr auf den alten, wo man sich mal so mega drüber gefreut hat. Weißt du? Das sagt ja schon alles eigentlich. Ihr meid aber, glaube ich, besonders verwöhnt. Ja, man muss sich immer mal wieder so ein bisschen zurück erinnern an die Roots, ne, an Back to the Roots so und wie es halt angefangen hat und dann kriegt man das eigentlich schon gut hin und ich muss wirklich sagen, wo mir immer noch der Knopf aufgeht, ist, wenn ich so auf Monden und Planeten fliege, wo dann gerade die Sonne so am Horizont steht, das ist also nach wie vor, da kann ich mich nicht dran satt sehen, ne? Das ist einfach so geil und so, so faszinierend. Und dann, um das nochmal mit den Wolken aufzugreifen, wenn das dann irgendwann so ist, dass wir wirklich auch Wolken auf Microtech haben, auf Hursten haben, da dann so durchbrechen und so, ah, das wird super. Das wird richtig klasse, Leute. Ja, und dann wollen wir mal gucken, ne, ob wir dann vielleicht schon bald mit der 3.15 anfangen können, dass halt die erste Welle ins PTU geht. Dann kann ich euch die ganzen Inhalte zeigen, da freue ich mich schon mega drauf. Ich habe mir natürlich schon Notizen gemacht, ne? Mir die Roadmap angeguckt, was gucken wir uns erstes an, wie ich das immer mache. Dann werden wieder ein paar Co-op-Videos bei rumkommen. Ne? Zum Beispiel dieses ganze Medical-Gameplay, das macht natürlich Sinn, wenn man das zu mehreren testet. Ne? Du kannst ja nicht alleine in den Fuß schießen und dich dann heilen. Ne? Da brauchst du natürlich einen, der dir da so ein bisschen wehtut. Ne? Ich ahne schon. Ja, ja, das wird ein Spaß, sag ich dir. Ne, ich hoffe, dass Cloud Imperium Games noch irgendwie was. Oh, hier können wir gleich hinspringen. Was reinbringt, dass so eine Art Übungsmunition, ne, wo man dann wirklich mal ein Training machen kann, ohne dann immer am Ende im Krankenhaus zu landen. Oder zumindest ein Schiff reinbringt, wie die Medivh oder nee, wie heißt sie? Die, ja, glaub wohl, ne? Genau, dieses Medical-Schiff von RSI, dass man halt direkt da halt auch spawnt. Ich glaube sogar, das ist Tier 1, da können wir dann direkt auch uns verorten und da auch wirklich spawnen. Sicher bin ich mir aber nicht. Ja, ich weiß nicht genau, ob es Tier 2 oder Tier 1 ist. Wenn wir Pech haben, können wir wirklich nur im Krankenhaus spawnen mit unserem Imprint. Und schauen wir mal, wie das dann wird. Bin echt mal gespannt. So, du hast noch maximal 3 Minuten zu leben, Kollege. Weniger. Oh, da ist noch ein 2. Geil. Ja, der war noch vorhin auch 2. Aber erstmal Gregor, ne? Ja, ja, klar. So, Schuss von. Mein lieber Freund und Kupferstecher. Und jetzt Simon. Es war einmal ein Simon. Oh, der hat eine Miss. Hui. Aber das hilft ihm auch nicht. Ein Stück. Ja, und dann bin ich echt mal gespannt, ob auch mit der 3.17 sag ich schon, ja, mit der auch, erstmal mit der 3.15, die NPCs einfach ein bisschen besser werden durch das Server-Meshing, Eye-Cache, ne, vielleicht hat das ja ein bisschen was damit zu tun, dass die auch so ein bisschen besser werden, ne, und ein bisschen
bisschen besser kämpfen, ne, im Flugzeug oder im Raumschiff und im Bunker, ne, das wäre auch wichtig, ne, dass die mal so ein bisschen herausfordernd werden, das wäre geil. Und natürlich auch so ein bisschen überall, ne, dass die NPCs allgemein einfach besser werden, ne, im Moment sind die ja immer noch dullewutzig, das macht ja so keinen Spaß. So, dann gucken wir doch mal, Bounty Hunting, Group Warrant Issue, Miles Eckert, da ist er wieder, den könnten wir jetzt weitermachen. Ansonsten haben wir hier jetzt gerade, oh, wir haben sogar zwei Miles Eckert Missionen jetzt hier zur Auswahl. Ne, ihr müsst euch aber jetzt hier dann im Delphi, geht er hier unter Contract, da ist er der Miles, nee, doch, da ist er der Miles. Und da müsst ihr euch natürlich jetzt irgendwie ein bisschen hocharbeiten, ne, irgendwie macht er hier gar nichts. Aber ich glaube, das ist ein Bug in der 3.14.1, dass hier keine Reputation kommt, das hatte ich schon gelesen im Issue Council. Und dann kommt dann halt irgendwann die Hammerhead. Beziehungsweise die Idris danach. So, aber für heute soll es das gewesen sein. Danke, Rötti. Sehr gerne. Wir haben nachher noch Yellowhands Training und deswegen, heute verorten wir uns ja gar nicht auf Everest Harbor, ne? Heute ist ja Reclaimer Training. Deswegen müssen wir jetzt wieder zurückfliegen. Aber das machen wir ohne euch. Deswegen macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht schon in der 3.15, Freunde. Ich würde es geil finden und ich denke, ihr auch. Und danke, Rotti, dass du dabei warst. Sehr gerne, danke auch. Also, bis denn. Tschüss. Ciao, ciao. So, und jetzt geht's erstmal ab in die Bar und dann wird ein Schmolz getrunken. Juhu! Und danach, richtig geil, machen wir nämlich...